So, willkommen zurück zu Let's Play Jakob Light, ne? Ist doch, oder? Ja, Ja, okay. Junge. Und irgendwie leckt es gerade wieder. Jetzt hat's aufgehört, okay. So, Leute, und ich möchte euch gerne eins sagen, wie ich persönlich bin gerade eingepisst, weil ich habe heute nicht so viel Zeit. Muss doch was Wichtiges tun, okay? Also ich muss auf jeden Fall noch einen saftigen Text abschreiben, so kann man es gut sagen, so. Und ich und da draußen steht was, Chris. Auf jeden Fall ist es so, ich hatte richtig gut auf Survival Games. Wir haben sehr wenig Folgen zusammengekriegt, also das sind Trash-Folgen. Da könnt ihr euch schon nur auf viele Fails freuen. Und Chris, geh bitte schnell in dein Bett. Ja. So, So, und wir gehen jetzt ihr. erstmal ins Bett und dann kann ich euch gleich mal ein Update geben, was wir alles hier neu haben. Ja, und ihr könnt auch. Ich habe mich in Tobis Bett gelegt. Ich gehe sehr voll angepisst, naja. Geht. Aber So. Tobi tut mir schon leid. So. Okay. Also ich kann euch mal eine Also. Neuerung jetzt. Ach so, übrigens, wir haben mir Marcel die Freiheitsstatue aus New York hergebracht. Ja, Da. das wird auch das Thumbnail von dieser Folge. Die sieht so wunderschön aus. Genau. So, Marcel, stell dich mal bitte drauf kurz auf die Freiheitsstatue. Auf den Arm, so schön. So, das wird jetzt das Thumbnail. Du machst hier gerade alles kaputt. Viel Spaß beim Reparieren. Juhu. Ja, reparier bitte. Und, genau, dann gebe ich euch jetzt mal noch hier kurz ein kurzes Update und irgendwie läuft das Spiel wieder sau laggy. Aber das seid ihr gewohnt. So. Ja, von Chris Qualität. Also einmal hier habe ich einiges geändert. Einmal habe ich hier einfach eine zweite MFE dazu gebaut, weil die eine MFE! übelst Die du gleich. rumgeleckt hat. Und dann habe ich das da unten mit den Turtles hingekriegt. Da hatte ich ja irgendwie Programmierschwierigkeiten. Bei den nehmen wir. Habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe irgendwie nur die Schleife irgendwie falsch gemacht. Und jetzt kann ich mal kurz den Code von den Turtles hier zeigen. Bei den Ninja Turtles passiert. So, genau, das hier ist nämlich jetzt die Platzier-Turtle, da steht es einfach bereit für Platzieren. Man kann leider keine Ü schreiben. So, und hier ist die Abbau-Turtle, das ist zum Abbauen, wie der Name schon sagt. Wow. Der hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man jetzt die Steuerung T drückt, unser 5 Sekunden, dann kommt man hier in das Eingabeaufforderungsding. Das können wir jetzt hier mal anschauen, wie das hier aussieht. Edit Startup. So, und das ist jetzt einfach nur, ich erkläre jetzt hier euch mal kurz den Code. Hier sind die ersten drei Zeilen, da schreibt es einfach nur einen random Text dahin, den ich hier angegeben habe. Und dann wird hier definiert. Und zwar, das A ist gleich 0, also nichts. B ist gleich auch 0, also die Zahl 0. Und dann steht es hier, solange A kleiner als 1 ist, soll die Turtle einfach graben. Und danach soll die Turtle alle ihre Items einfach wegwerfen vor sich. Und dann Toll, soll Chris. das beendet Toll, werden. So. Chris. Das haben wir jetzt alle. Das wissen wir jetzt alle. Okay, Ja, ich also, hab's jetzt. ich habe mir eine tolle Wand gebaut. Ja, da war Ja, okay. ein Und bisschen bei was der anderen ist benötigt es und. auch so ähnlich, nur mit dem. Mit Aufbauen, genau. Und dann fallen halt immer die Items, die das hier dann droppt, einfach darunter. Und werden dann hier einsortiert. Und hier habe ich auch nochmal ein bisschen was optimiert bei der Item-Erarbeitung hier. Weil wir da einige Items noch vergessen hatten. So. Und jetzt kriegen wir eben hier automatisch, hier kann man sehen, hier durchfließen immer die Items vom Quarry und so weiter und so fort. Und haben wir schon erzählt, dass wir jetzt nie Genau, hier. wieder. Was? Was nie wieder? Dass wir jetzt nie wieder solche Probleme kriegen, ne? Mit. Also wie Rohstoffen, waren. ja. Ja, Wahrscheinlich, Rohstoff. weil wir jetzt relativ unendlich Sachen haben. Wir haben von jedem mindestens 1000 eigentlich fast. Außer Diamant, glaube ich, haben wir noch nicht. Aber bald auch. Beide Redstone können wir mal schauen. Tidral-Nodus erlaubt. Ja. Redstone haben wir 6000. What the fuck? Lapis haben wir, glaube ich, 30. Nee. Hä? Hatten wir da nicht irgendwo bei 24k oder so? Ja, Haben irgendwie wir jetzt nur schon. noch 4k. Dann Copper können wir mal schauen. Haben wir 1k? Ich könnte übrigens mal kurz schauen. Hier Lapis. Ich glaube, das ist nicht gescheit eingeordnet. Da muss ich dann noch mal schauen. Vielleicht offscreen oder so. Wer weiß, weil ich glaube nicht, dass Offscreen das so. cheat, ne? So.
Ja, was soll ich cheaten, wenn ich einfach Items einordne? Ganz schön viel, also. Ja. Eisen haben wir 1K. Also wir haben eigentlich alles ungefähr 1000 jetzt. Aber Cobblestone haben wir 25.000. So, da würde ich mal sagen, fangen wir jetzt an, unsere Villa aus Cobble zu bauen. Viel Ruhe. Spaß. Naja, Nein, also Quatsch. erstmal wird noch ein. Also AKW. erstmal. Ja, ein AKW bauen wir davor noch und ein Kino. Und was mir aufgefallen ist, ich habe außen noch ein paar Solarpanels, die wir noch irgendwo rumgammeln hatten. Die waren irgendwie noch im System eingeordnet oder so, keine Ahnung. Habe ich hier vorne noch platziert zu so einer Terrasse und jetzt haben wir scheinbar genug Strom. Auch während das unten dort alles läuft. jetzt habe ich mich verschluckt. Also wir können jetzt, Max, wir können jetzt hier bis zu 3 Maschinen von denen hier oben laufen lassen und alle unten und Logistic Pipes und Und jetzt geht's los. Das sieht das aber aus funktioniert wie eine. trotzdem. Das, wir haben trotzdem Überschuss noch. So. Und was machen wir jetzt? Ich tu noch mal meine Power Armor Hand ein bisschen verbessern und danach werde ich hier noch ein neues Haus bauen. Einen Was neuen ich jetzt mal Raum machen werde, bauen. ist, glaube ich, eine Rubber Farm. Oder insgesamt farmen könnten wir mal anfangen. Die automatisch Items einfach farmen. Das wäre mal geil. Ne? Na? Ne? Hab ich nicht recht? Ja, Toll, ich habe lol. immer recht, ja. So, dann können wir das hier eigentlich fast in eine Farm umwandeln. Aber dazu brauchen wir natürlich einen Haufen Sachen. Und zwar brauchen wir einmal Okay, so. einen Planter, glaube ich. Ja, und der Marcel hat heute kein Thema vorbereitet, weil, wie ich Ah, schon blöd. gesagt habe, Hive, Kacke, geht dort nicht drauf. Factory Machine Blocks brauchen wir dazu. Dazu brauchen wir Stone und Plastic Sheets. Und für die Plastic Sheets brauchen wir Raw Plastic. Und für Raw Plastic brauchen wir Rubber. So, da haben wir was vor. Vor allem, weil ich das jetzt alles einspeichern werde. Weil wir Hä? das, Warte, glaube ich ich, frag. sehr oft brauchen werden. Juhu, Spaß. Ja, was ist? Much simple item makes you powered. Achso, ich habe mir gerade gemacht, dass ich stärker bin, ne? Schon, Chris, kannst du mal bitte schon deine Rüstung ausziehen, ne? Warum? Nee, Mann, sie ja nicht. Nein, bitte, ich möchte einfach nur sehen, wie viel Schaden ich jetzt mache mit der Hand. Du machst wahrscheinlich einen Hit weg, weil die Hand ist so. Ich kenne das schon von einer anderen Sache, da bist du mit einem Hit weg. Wie viel Alter, Herzen, ne? jetzt ein halbes. Ich habe aber auch meine Power. Alter, jetzt lass es mal. Okay, ups. Schau nicht hinter dir. Ich will dir da gleich schon, du hast ja. Boah, du hast die Mauer kaputt gemacht. So, wir brauchen einen elektrischen Ofen. Elektrisch. Und ich glaube, Marcel, du musst dir mal ein neues Projekt suchen. Warte mal, was Elektrik Furnans? Naja, ich habe eigentlich noch mit der Power Armor eigentlich ja noch genug Projekte, weil bei mir ist es so, ich mache es nicht so wie der Chris. Ich hau mir auf jeden Sachen ein paar gute Sachen drauf, sondern ich möchte gerne jede Sache haben, aber dafür dann jede auch richtig geil. Raygun, HV. Ich arbeite ja eigentlich seit Ewigkeiten an diesen Logistic Pipes, fällt mir gerade auf. Also manchmal habe ich dann unterbrochen, zum Beispiel für diese Power Armor habe ich kurz unterbrochen. Aber ich glaube, so ein Power Tool brauche ich mir auch gar nicht, weil ich es irgendwie ziemlich nicht so sinnvoll finde. Weil ich habe ja einen Diamond Drill und das kann ja eigentlich auch schon alles außer Holz komplett schnell abbauen. Ja. Jetzt schreibe ich jemand an, fertig mit aufnehmen. Ja, Was? fick dich, ey. Du So, hast hier. meinen geilen Power Tool beleidigt. Boah, jetzt was gekillt. Jetzt gekillt. So, Taskleiste, blende dich aus, bitte. Nein, die will nicht. Die macht gerade den Streik. Alter, scheiß Taskleiste. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Muss ich jetzt hier erstmal hier. So, jetzt geht's. Ey, Leute, darf ich euch mal irgendwie mal was Lustiges erzählen? Und zwar, ist dir schon mal aufgefallen, dass zurzeit fast jeder Let's Player der Adder 2 Let's Play macht? Das finde ich irgendwie voll Ja, lustig. habe ich mir auch überlegt, aber weil es eben Nein. jeder macht, mache ich es jetzt auch Jeder nicht. macht es und ich weiß auch nicht. Es ist zwar geil, aber wenn es Sogar der jeder macht. Phylox macht es. Sogar der. Ja, sogar der. Und auch von Naja. die noch LockenLOL kennen, von meinen Stammabonnenten, da habe ich ja mal früher für die ein Tutorial gemacht. Damals. Die machen es auch. Also wirklich jeder. Ist jeder, ja. Außer Gronkh, der fängt wahrscheinlich morgen an.
Ich find's so eigentlich recht cool, nur mir ist der Edda 2 noch nicht fertig. Der ist ja eigentlich auch noch nicht fertig und da ist er mir halt zu unfertig. Ja, aber die haben den Release ja auch irgendwie 10 Millionen Mal verschoben von dem Ding. Aus einem guten Grund, weil die ja immer neue Updates machen und die wollen es ja immer auf die neueste Version machen, was eigentlich so unnötig ist, auf die neueste Version zu machen, weil es in der Edda bist du ja nicht hier auf dieser normalen Welt. Ups, Randalier, ich habe gerade mein Zimmer ein bisschen randaliert, also da bist du ja nicht hier bei dir, hier auf der normalen Welt, da bist du ja nur im Edda. Ja, nur das, ich glaube, warum die es immer machen, ist, weil sonst wahrscheinlich weniger spielen, weil nicht mehr alle die alte Version haben. Und auf die Ja. neue kann ja jeder machen, aber auf die alte nicht mehr zurück. Hey Chris, ich muss dir mal was Cooles zeigen, ne? Ich bin gerade beschäftigt. Aber komm du bitte hoch her. Nein, du musst das hier gerade das hier schnell einspeichern. Wenn ich damit jetzt nämlich Schluss mache, dann verliere ich hier komplett das Seil, da verliere ich komplett das Seil. Der. Wie war das? Der Gerät. Ja, der Gerät. Der Gerät. Für die irgendwie schon ziemlich behindert. Der Gerät. Wer ist da drauf gekommen eigentlich? Christian, schieß mich weg. Ich will Warum? jetzt deinen Namen nicht sagen, ne? Was denn? Okay, also kommst du bitte mal raus, ich muss dir mal was Cooles zeigen, ne? Und darf Ja, warte, ja. ich hier bitte die Freiheitsstatue abbauen, ne? Ja, mach ruhig. Ich Okay, will ja also nichts gegen die Franzosen sagen, die uns diese Freiheitsstatue geschenkt haben, aber ja, also die ist doch irgendwie nicht so geil, schau mal ja. auf mich. Okay, jetzt siehst du ja. Wow, das ist voll cool. Warte, lass es mal. Ich würde. Ich Warum denn? muss übrigens mal überall diese Chris? Dings-Shields drauf machen. Chris, macht es Schaden, ne? Ja, ganz schön viel. Ich bin gleich tot. Geil! Das ist es. Alter, jetzt lass es echt mal. Das wäre Das behindert. war. Das haben wir hier Sorry, das. zig Level verloren. Nein, sorry, aber das war ein. Das war ein Ei. Also, okay. Ja, Eier bitte nicht in unser Haus werfen. Ich will nicht Hühner in meinem Bett haben. Also, jetzt ist meine Tower. Jetzt meine Power Tool annehmen. Gut, jetzt werde ich mal unser Haus ein bisschen erweitern. Und zwar, ich Ja. werde uns jetzt einen Enchanting-Raum bauen, ne? Hast du eigentlich überall schon diese Dings, dieses Plasma-Dings drauf oder wie die heißen, diese besonderen Ja. Batterien, Das. diese Energy Shields oder noch Diamond Platings? Ich glaube noch Diamond Platings, aber Ja, ich dann brauche das ich eigentlich nicht. da, die Energy Shields sind viel besser, da kriegst du nämlich überhaupt gar keinen Schaden mehr. Cool. Ich glaube aber dieses Ding, diese Schusskanone da, die du gerade hattest, die macht glaube ich alles mit einem Hit weg. Also, Ja, wenn außer uns ja. jetzt, weil wir ja diese Ultra-Arme haben, aber Ja, aber. normalerweise macht es alles mit einem Hit weg. Okay, wo war ich eigentlich gerade dabei? Guck, das ist, wenn ich halt mal weggehe. Das ist ein Let's Player Spaß haben, nicht gut. Ja, Let's Player dürfen keinen Spaß haben einfach. Warum sollten noch Let's Player Spaß haben? Bitte schön. Ne? So, hier mal gerade kurz Factory Machine Block. Da brauche ich jetzt drei von diesen Viechern. Ganz klar, Leute, allgemein am Let's Playen Spaß haben, bitch, please, ihr macht das nur wegen am Fame dann, ey. Ja, und wegen Geld, ne, weißt du? Ja, Geld, weil wir auch so viel Geld kriegen. Und warte, warum fehlt mir auf einmal hier aus meiner normalen Kiste so viel Stuff? Voll, ne? Was diese ganzen Ores und so meinst du? Ja. Die habe ich alle einsortieren lassen, kannst du einfach wiederholen. Voll. Ey, Junge, wir haben es ja. Volri, rechne dich Du jetzt kannst dir Volli. meinetwegen auch 100 von jedem Ore wiederholen, wenn du Lust hast. Okay. Ich schmeiß dich dann alle in den Villager zu. Ja, vielen Dank. Das Die ist sind auch fett. sinnvoll, auf jeden Fall, ja. Denk auch mal an die armen Villager. Die werden über so etwas. Die können sich nicht solche tollen Sachen leisten wie du. Ja, stimmt. So zum Beispiel so einen ultra guten PC, der hier mit wahnsinnigen 14 FPS läuft. Jetzt geht's los. Ach, freue ich mich schon auf Wolrik Chris, der Kanal der. Ja, du meinst wahrscheinlich, der nie kommen wird. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, der Kanal, der nie kommen Nee, wird. der kommt schon, aber das Ding ist ja, Also, ich stand nur mal gerade so. in der Kiste drin. Nee, ich will den halt hochqualitativ machen und da kann ich halt nicht kommen hier mit Tekkit 14 FPS. Aber dann mit wie Let's Plays vom Fernseher abgefilmt. Ja, natürlich. Und
Wieso kann ich keine Kisten mehr öffnen? Kann mir das jemand sagen? Ich reconnecte mal kurz. Ja. Oh mein Gott, jetzt seht ihr, dass die IP von dem Server Localhost ist. Und ihr kommt trotzdem nie drauf. Naja, außer sie machen beim Let's Play mit. Ja, klar. So, ja, jetzt bevor ihr wieder fragt, ihr dürft leider nicht beim Let's Play mitmachen. Zum Glück, naja. Ja, so Clay brauchen wir einen. Oh, da habe ich gerade vorhin schon. Ich merke jetzt schon wieder lauter Leute so sagen, ey, yo, Wolle, Chris, voll Arschloch, yo, was ist das los, schwör auf LAN. Ja. Ich hole mir dann Schwur auf LAN. Ich mag LAN. Schön für dich. Smelting, Sludge. Woher kriegen wir Sludge? Keine Ahnung. Slush. Aus UU Matter. Wir müssen uns mal einen Mass Fabricator irgendwann mal machen. Okay. Das ist, glaube ich, unser nächstes Projekt. Nein, unser nächstes Projekt wird sehr wahrscheinlich ein Atomkraftwerk. Ja, brauchen wir wohl eher erstmal für ein. Obwohl, eigentlich. Nee, warte, unser nächstes Projekt. Ich breche jetzt mal kurz dieses Projekt hier ab. Factory Machine Blocks habe ich ja einge. Ich wollte mal kurz einen LV-Transformer einspeichern. Da können wir uns nämlich. Du hörst mit Tacket auf, du bist so ein. So, das war die letzte Folge. Nein. Nee, wir machen natürlich weiter, bevor jetzt hier wieder irgendwelche Gerüchte auftreten, Leute. Hier würde ich eigentlich froh sein, wenn Gerüchte auftreten, weil das heißt wenigstens, dass wir Zuschauer hätten. So. Bräuchten wir nicht mehr unsere 50 Fake-Accounts. 2 Copper-Cable, 3 Copper und. Okay. Weil ihr müsst verstehen, wir haben Fake-Accounts, wir schauen uns selber nicht an. Ja. Wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Der Chris muss seine Schwester dafür bezahlen, dass sie unsere Let's Play schaut. Ja, ist. Hallo? Also halt Gleeds Meet. Ja, Gleeds Meet. Und mein Vater Gronk bitte ich ja jeden Tag. Darum, dass er mich pusht, aber macht er dann irgendwie doch nicht. Weiß nicht warum. Hat mich nur auf YouTube geblockt. Ja. Also. Ja, kein Wunder, wenn du ihm noch solche Hate-Mails schreibst wie: Yo, Kronk, morgen bist du tot. Rindfleisch-Media wird sich rechnen, ja. Rindfleisch. Ja. Niveau voll pro. So, zack, 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 zack. Ich hoffe nur, weil diese Dinger, da muss so viel gecraftet werden. Ich hoffe nur, dass wenn ich die requeste, dass da nicht der Server abkackt, etc. Oder das Logistic Pipe System sich aufhängt. Juhu, das wäre so toll, da würde ich mich so drüber freuen, not. So, jetzt können wir LV-Dinger requesten. Jetzt schaue ich mal kurz, wie ein MV-Transformer geht. MV-Transformer. Ja, mit einem Machine Block und zwei Gold. Richtig geil, könnte schon was werden. Ja, nice. Richtig schon geil und knackig. Oh yeah. Ja. Alter. Ich lass das lieber mal, sonst werden noch unsere Videos geblockt. Wegen Masturbation im Let's Play. Wegen Pornos und so. Ja. Nein, wenn schon lieber für. So, da wisst ihr schon mal, was der Screenshot, das Thumbnail von der nächsten Folge ist. So, YOLO. Zack, Machine Block. Und, was? Ich klicke ständig auf die falschen Sachen drauf. Chris, ey. Ich bin doch so blöd. Wissen wir alle. So ein Goldkabel noch hier. Er ist so blöd, darum ist er auch ein Gimmi. Ja, aber hallo. So. Hey, naja. 2 Goldkabel kommt. So, zack, zack. Boah, das kann ich jetzt hier auch mal erzählen. Ich weiß nicht, ob die Leute es so lustig finden. Also, bei mir finden in der Klasse. Finden sie es nicht, weil wir wollen keine Leute hier mobben. Also, auf jeden Fall war es so: Neulich haben wir Rallye-Proben rausgekriegt. Und da habe ich halt neben meinem gesessen und habe halt eine 2 gekriegt. Ja, eigentlich ja schon schlecht, wie eine Rallye-Probe eine 2 ist. An sich auch nicht. Ich hab auch nichts Besseres als eine 2 in der Rallye-Probe. Ja. Und auf jeden Fall war es so, ich habe einen, der ist wirklich nicht gut in der Schule. Den bin ich auch so halbwegs so jein befreundet. Der will nicht zugeben, dass er mit mir befreundet ist, aber in Wirklichkeit bin ich einer der wenigen Freunde in dieser Schule, die er hat. Der einzige. Oh Marcel, du bist so sozial, das gibt's gar nicht. Och, ich. Okay, das sage ich dir nach der Folge. Okay. Er möchte gerne, dass ich auch in seine Schule gehe, damit er auch ein paar Freunde kriegt. Ja. Ja, nee, wäre echt geil, wenn du an meine Schule gehen würdest. Einfach nur so,
Aber naja, ist halt nicht so. Naja, also auf jeden Fall, wir sollen jetzt die Leute hier nicht mit Real Talk ein bisschen langweilen. Das ist schon Real Life. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, immer, wir stinken nur und was weiß ich, masturbieren bei Lara Croft. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun, ne?